Liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Quatmas. Heute ist der 15. Dezember und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren in der letzten Folge stehen geblieben mit dem Bau des schönen Gebäudes unserer Seilbahn, die uns hier auf den Berg bringen soll. Und warum haben wir zuerst einen Befehlsblock-Lore? Und ich finde, dass das Item sehr lustig aussieht von der Befehlsblock. Also das Item sowohl sieht sehr interesting aus. Ja, wie gesagt, wir waren stehen geblieben hier. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir da heute mal wieder dran weiterbauen. Und das werden wir auch tun. Falscher Block. Falscher Block. So. Was vielleicht auch ganz interessant wäre. Ich probiere es mal aus, ob das gut aussieht. Wenn man hier so eine Art sowas zieht. Und dann haben wir hier oben, komm rück raus hier, danke. Haben wir dann hier oben quasi so ein, sowas hier, ne? Und hier, sowas. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Macht man das lieber so, dass das quasi hier abgeschlossen ist. Ist ganz schön schwierig, sowas. Okay, also diesen Stammel würde ich schon mal lassen, ne? Das ist ja gar nicht so schlecht. Zack, zack. So. Packen wir das hier hin, packen wir das da, packen wir das, nicht so. Halt, stopp. So, hier hin, dahin, packen. Tap. Zack. So. Dann packen wir hier so einen hin. Und so einen. Oh. Oh, warum nicht? Zack, zack. Jo. So, dann packen wir hier noch so einen hin. Das geht eigentlich auch, dass wir das so machen. Ja, das geht. Das geht auch so. Das passt. So. Hier noch eine.
kleine Querstrebe rein. Alter, das sind die falschen Dinger. Die hier müssen da rein. Genau so. So. Ich muss sagen, dass die rechts, die stört diese komplette Asymmetrie des Gebäudes. Die muss weg. Neues. Tut mir leid, aber die müssen wir so wieder drüben bauen, dass die kleiner ist, weil. Das nervt mich, das geht nicht. Die passt da nicht rein, die bringt das Ding durcheinander. Ist ja zu kotzen. Das geht so nicht. Doch, Leute, ich muss es hier nochmal einmal ablassen. Tut mir leid, aber geht nicht anders. Es geht einfach nicht mehr anders. Also, man kann es einfach nicht weitergehen. So, wir haben hier den da hinten gebaut. Fällt der denn jetzt runter? Mensch. So. Zack. Warte mal, ist die jetzt eins? Nee. Stimmt, oder? Ja. Ist das viel besser in die Symmetrie des Gebäudes, dass die nicht so groß ist. Tisch passt viel besser rein da. It's the most wonderful day of the year. Das passt zwar überhaupt nicht zu dieser Musik, aber egal. So. Gut, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt müssen wir mal überlegen. So, die können wir schon mal zusammenbinden. Gut, binden ist jetzt auch übertrieben. Zusammenbauen mit einer Holzquerstrebe. Zack, zack, zack. So. Und dann noch eine Holzquerstäbe drauf. Alter, dieses. Wobei das aber auch nicht sehr umweltfreundlich, ne? Weil. Ich meine, wie viel Holz das da braucht, aber du. Ich will nicht wissen, wie viel da noch mit sowas gebaut wird. Also mit Holz wird ja relativ viel gebaut. Also auch. Ne, sogar die Philharmoniker in Hamburg hat die auch einen Holzstuhl. Nee, eigentlich nicht, ne? Aber. Es gibt sehr viele Gebäude, die sehr holzlastig sind. Vor allem so im. Skisportbereich oder allgemein im Winterbereich. Ich meine, ja, Weihnachtsmarkt, alle Hütten aus Holz. Da kommt schon einiges zusammen, ne? Ob das jetzt gut ist, das ist die andere Frage. Solange es nicht also irgendein Tropenholz ist, wo dann ein Baum gefällt werden musste, ne? Ja, nicht so schlimm, ne? Aber wenn es so ist, dann ist es schlimm. Oh, nein! Omi, was habe ich dir getan? Nein! Lassen wir es so, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist halt experimentieren. Ich kann nicht direkt auf Anhieb mal gut bauen, muss ich mal gucken. Was sieht denn ganz gut aus? Was sieht nicht so gut aus?
immer so ein bisschen drauf achten, ne? So. Schwieriges Dach. Mal so. Müssen wir mal da so eine Verzierung reinbauen? Was ist denn dann? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Links würde ich die Verzierung in ein bisschen edleren Material bauen. Sowas vielleicht, ja, das. Ah. Sehr gut, das schaut doch gut aus. Also, ob es wirklich gut ausschaut, ist eine andere Frage, aber hey. Das kann man ja nie wissen, ne? Ist jetzt arg. Was soll der Mist? Dann müssen wir da Beleuchtung reinbauen. Ah, ist aber auch schwierig, finde ich. Ist echt etwas schwierig bei dem Gebäude. Warte mal. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Ganz schon lange keinen Shader mehr benutzt, fällt mir gerade auf, ne? Wie so schnell wieder in das normale Minecraft gemüllt, da. Das kommt außer Achtung. So, entschuldigen Sie bitte den kleinen Cut. Da gab es wohl eine kleine technische Störung. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dünnes Eis. So, ganz zufrieden bin ich mit dieser. Nee, ist schwierig. Ist echt schwierig. Kann es dir noch nicht so ganz genau sagen, wie ich das haben möchte. Das kann ich denn jetzt ganz genau sagen. Kannst du nicht? Nein, kann ich nicht. Oh, das kann nicht flacher sein, weil das muss hier direkt steil gehen. So, dann hatte ich hinten noch eine Idee, und zwar ja, so
Genau, und dann. Ach nee. Doch. Nee, doch. Ja, hat nicht so ganz so geil aus, wenn er so eine lange Durstperiode hat, ne? So schon besser. So ist schon besser. So. Ich vergesse wieder mal zu reden, aber wenn ich so in meiner Welt vertieft, dass ich vergesse, was zu sagen. Dann waren sie alle. Ist er noch da oder? Ist er schon abgehauen, ja. Also, ne? Also. Aber ne, ne, keine Sorge, ich bin noch da hier. Nullo Problemo. So. Ja. Warte, das muss symmetrisch sein. Hier muss alles seine innere Symmetrie haben. Kapisch? Kapisch. So. Ja, geht. Gut. Dann will ich die Parts nicht so lang machen, damit könnt ihr hier besser konzentrieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Greatness wieder. Ich hoffe, ihr feiert das Projekt und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.